Besorgt stehen die Anwohner vor dem sogenannten Problemhaus in Bergheim. Noch vor 12 Stunden standen hier rassistische Parolen an den Hochhauswänden. Diese wurden allerdings schon wieder von den Wirtschaftsbetrieben entfernt. Damit ist auch niemandem geholfen. Also da ist auch niemand hier bei uns in der Gegend, der wirklich dafür ist. Also wir haben uns immer dagegen gewehrt, auch gegen Pro-NRW oder wie sie auch alle heißen, NPD. Da haben wir eigentlich nie was mit zu tun gehabt. Also von unserer Seite kommt das nicht. Denn nicht nur an den Häuserwänden wurden rechtsradikale Parolen geschmiert. Auch im sozialen Netzwerk Facebook wurde zu Gewalt gegen das Haus und seine Bewohner aufgerufen. In einem Kommentar wurde dazu angeraten, das Haus niederzubrennen, dann würde endlich Ruhe einkehren. Die Einträge wurden mittlerweile von der Seite gelöscht. Dennoch ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen der Gewaltaufrufe. Aufgrund der anhaltenden Ermittlungen können Polizei und Staatsanwaltschaft zum aktuellen Stand keine Angaben machen. Sie müssen nun erst einmal beurteilen, ob die Einträge bereits einen Straftatbestand erfüllen. Eine unmittelbare Gefahr für das Leben der Bewohner des Hochhauses bestehe momentan laut Polizei aber nicht. Nichtsdestotrotz sind die Anwohner rund um das Haus in einer gewissermaßen anhaltenden Ohnmacht. Man könnte fast sagen, sie stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die meisten von ihnen haben hier Eigentum, das eigentlich als Altersvorsorge dienen sollte. Wir haben unser Haus dann leer stehen, wir ziehen weg. Bin mittlerweile krank geworden, wir machen das 1,5 Jahre mit. Also es ist unerträglich hier. Da wünscht man sich natürlich schon, dass man, wenn man kein Eigentum hätte, wie ich jetzt leider hier habe, wegziehen könnte. Das ist gar keine Frage. Ne? Es ist Tag und Nacht, hier keine Ruhe ein, kehrt hier ein. Und ich habe mich entschlossen, aufgrund dessen wegzuziehen, weil ich nicht mehr der bin, der ich vorher war. Die Menschen, die in der unmittelbaren Nähe leben, sind müde. Sie alle berichten von Dreck und Müll auf der Straße sowie Lärm bis spät in die Nacht. Das ist natürlich erstmal eine Beeinträchtigung der Lebensqualität. Also man kann das Fenster nicht mehr aufmachen. Man wird natürlich auch schon mal ein bisschen paranoid, weil man bei jedem Geräusch auch schon mal ans Fenster geht und guckt, was ist denn jetzt schon wieder passiert, zur Linken und zur Rechten. Sämtliche Deutsche mittlerweile verlassen die Ecke hier. Ich weiß nicht, ob das von der Politik gewollt ist. Dann hat sie es erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Wir halten es alle hier nicht mehr aus. Das hilft uns keiner. Wenn wir abends die Polizei rufen, gut, dann kommt morgen angefahren. Wir haben ja keine Angst vor zweimal, dann sind sie weg und 2 Minuten später sind sie wieder alle draußen. Wird nachher ein paar Mal rübergerufen. Was willst du? Ja, was sollen wir denn noch machen? Die Lage in Bergheim spitzt sich zu, denn die Aggressionen der Anwohner wachsen angesichts der unveränderten Situation. Die Politik ist nun zum Handeln gefordert und das nicht nur hinsichtlich des aktuellen Wahlkampfes.